Künstliche Intelligenz. Jeder hat schon davon gehört. Ob in Medienberichten, Zukunftsvisionen oder Science-Fiction-Filmen. Jeder ahnt, dass KI großen Einfluss auf uns alle haben wird und bereits hat. Wenn man den innovativen Ideen der Wissenschaftler und Unternehmer glaubt, dann wird die Gesellschaft der Zukunft vernetzt, digital und von KI smart gesteuert sein. Ist das wirklich so? Wie wird sie aussehen, die digital verwaltete Zukunft? Bringen die neuen Technologien mehr Vorteile oder eher Risiken? Werden wir alle unseren Arbeitsplatz verlieren? Kann es eine vertrauenswürdige KI geben? Die Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz, gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale hat sich 2 Jahre lang mit KI, ihren Perspektiven, Chancen und Risiken auseinandergesetzt. Im November 2020 hat sie dem Deutschen Bundestag ihren Abschlussbericht vorgelegt und Handlungsempfehlungen zum politischen Umgang mit dieser wichtigen Technologie gegeben. Die Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz wurde von der Bundesregierung eingesetzt, wird von allen Fraktionen bestückt mit Abgeordneten und dazu anteilig kommen genauso viele Sachverständige dazu, die sich im Zeitraum von 2 Jahren wirklich intensiv mit den einzelnen Teilbereichen künstlicher Intelligenz auseinandersetzt, auch die Wirtschaft, auch Verbände zu Wort kommen lässt, die Universitäten zu Wort kommen lässt. Und in diesen Gruppen wird sehr, sehr fleißig, intensiv gearbeitet. Dort wird auch künstliche Intelligenz erstmal definiert. Und am Ende haben wir jetzt ein über 800-seitiges Papier als Gesamtbericht, dem auch wir als AfD-Bundestagsfraktion zugestimmt haben. Also wir haben viele Sondervoten mit eingebracht, die auch jetzt beim Abschlussbericht dazugehängt werden. Meine Kollegin Johanna Kottar hat ganz speziell im Bereich Medien eigene Ansicht entwickelt und mein Kollege Marc Jongen hat im Bereich Smart Cities, aber auch zum Thema Datensouveränität auch ganz eigene Dinge eingebracht, die wir als AfD-Fraktion unbedingt auch dokumentiert haben wollten. Solche Technologien wie künstliche Intelligenz bergen, das ist fast schon trivial zu sagen, aber dennoch ebenso Chancen wie auch Gefahren. Und wenn wir beispielsweise nach China blicken, dann sehen wir, dass dort ein Sozialpunktesystem, ein Überwachungssystem eingeführt worden ist, wo die Menschen nun dank KI Punkte für ihr Verhalten zugewiesen bekommen. Und das funktioniert flächendeckend. Und wer sich nicht benimmt, dessen Bewegungsradius wird eingeschränkt, der darf zum Beispiel nicht reisen oder seine Karriere wird beendet. Und wer glaubt, das kann in Deutschland nicht geschehen, der muss jetzt sehen, dass jetzt schon die ersten Forderungen laut werden. Die Corona-Warn-App müsse doch bußgeldbewehrt verpflichtend gemacht werden. Also das ist der Anfang zu einer Entwicklung, die wir nicht haben wollen, denn am Ende stünde die Überwachung der Bevölkerung und unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung wäre dann nur noch auf dem Papier gegeben. In Wahrheit würden wir in einem kybernetischen Überwachungsstaat enden. Und dagegen stellen wir uns als AfD. Was bedeutet es für die Identität des Menschen, wenn natürliche Intelligenz ohne Hilfe der künstlichen nicht einmal den Standardanforderungen der Gesellschaft, der Bildung, der Arbeitswelt mehr gerecht wird? Wie steht es dann noch um die Autonomie des Subjekts? Es wird darauf ankommen, unsere humanistische Tradition, das christliche Menschenbild, in das digitale Zeitalter zu überführen, sodass weiterhin selbstbestimmtes Leben für die Individuen und für die Gesellschaft möglich ist. Die künstliche Intelligenz, die hält auch Einzug in die Medien- und in die Plattformwelt. Viele wissen gar nicht, dass künstliche Intelligenzen zum Beispiel längst Artikel schreiben. Zwar einfache Artikel wie Sportergebnisse, Wettervorhersagen oder auch Verkehrsnachrichten. Aber künstliche Intelligenzen, die lernen immer weiter dazu und irgendwann sind sie fähig, ganze Reportagen zu schreiben. Und da ist es wichtig, dass wir solche von künstlichen Intelligenzen erzeugten Artikel natürlich kennzeichnen, um der Transparenz wirklich Geltung zu verschaffen. Wo es noch wirklich besorgniserregende Entwicklungen gibt, das sind die Deepfakes. Das sind gefälschte Videos, die so gut gefälscht sind, dass man das auf den ersten Blick gar nicht sieht. Und das kann tatsächlich die Demokratie gefährden.
Stellen Sie sich vor, Sie sehen ein Video von einem Kanzlerkandidaten und der sagt etwas, was wirklich zum Skandal taugt. Und in Wirklichkeit hat der Mann oder die Frau das gar nicht gesagt. Es ist nur eine gute Fälschung. Damit wir das schneller erkennen können, damit wir solche Skandale verhindern können, damit wir verhindern können, dass so Wahlen manipuliert werden, müssen wir mehr in die Forschung investieren. Wir müssen die Forensik stärken, die diese Deepfakes erkennen kann. Und ganz wichtig, die künstliche Intelligenz hat selbstverständlich Einzug in unsere Plattformen gehalten. Facebook, Google, Twitter, um nur die Großen zu nennen. Und hier zwingt vor allem die Regierung diese Plattformen dazu, künstliche Intelligenz einzusetzen, weil sie Sachen wie das NetzDG oder Uploadfilter einsetzt. Die Plattformen sind gezwungen, offensichtlich rechtswidrige Beiträge zu löschen. Ob sie tatsächlich rechtswidrig sind oder nicht, das wird erst später festgestellt. Aber die Beiträge sind weg. Und weil das kein Mensch schaffen kann, werden künstliche Intelligenzen eingesetzt. Und das führt dazu, dass völlig legale Beiträge gelöscht werden, dass wir Overblocking haben, dass hier eine Zensur auf den Plattformen stattfindet. Die Meinungs- und die Pressefreiheit sind für die AfD-Fraktion sakrosankt. Einen Gesetzentwurf zur Abschaffung des NetzDG hat die AfD-Fraktion bereits zu Beginn der 19. Legislatur vorgelegt. Dabei hat sie sich von der Überzeugung leiten lassen, dass nur der Austausch verschiedener und auch kontroverser Meinungen den Pluralismus einer demokratischen Gesellschaft gewährleistet. Mit dem Import von KI-Systemen, derzeit vor allem aus den USA und zum Teil auch aus China, ist immer die Gefahr verbunden, sich fremden Standards und nicht zuletzt durch Cyberspionage fremden Interessen fügen zu müssen. Aus deutscher Sicht besteht deshalb ein großes Interesse daran, eigene Spielregeln beim weiteren Ausbau von KI-Anwendungen durchzusetzen. Deutschland und Europa haben bisher keine wettbewerbsfähigen Kapazitäten im Bereich Hardware, Software, Netzwerktechnologie oder Datenspeicherung. Wir befinden uns de facto im Status einer digitalen Kolonie. In den so wichtigen Bereichen der inneren Sicherheit, des Grenzschutzes und der Migrationsbewältigung könnten anwendungsreife KI-Lösungen ein geeignetes Mittel sein, um den Dienst von Sicherheits- und Verwaltungsbehörden zu vereinfachen und effektiver zu gestalten. Voraussetzung bleiben gerade im Bereich der Sicherheit und Landesverteidigung eigene europäische Standards und eigene digitale Infrastrukturen. Künstliche Intelligenz ist mehr als nur Deep Learning oder maschinelles Lernen. Künstliche Intelligenz ist das, was wir unter Systemen verstehen, die Algorithmen entwickeln, die sich selber weiterentwickeln, selber lernen, die wir eigentlich nur mit vielen, vielen Daten füttern müssen, diese Systeme, diese Computer, und dann selber eigenständige Algorithmen, eigenständige Lösungen entwickeln, die der Mensch teilweise gar nicht mehr durchschauen kann, wie der Computer oder wie diese Technik zu dieser Idee, zu dieser Lösung überhaupt kam. Ganz entscheidend ist für uns die Datensouveränität und die Sicherheit. Die Datensouveränität deswegen, weil wir im Moment in Deutschland und auch in Europa keine einzige wirkliche Kraft haben, um mit den Chinesen und den US-Amerikanern und anderen Ländern mitzuhalten. Da haben wir ganz, ganz große Defizite, wenn ich an die Hardware denke, an die Software denke und an die Plattformen denke. Die sind nicht in deutscher und nicht in europäischer Hand. Und da müssen wir ansetzen. Bevor wir überhaupt KI weiterdenken, brauchen wir dort eigene Plattformen, eigene europäische Infrastruktur. Wir stehen vor großen Herausforderungen und gesellschaftlichen Umwälzungen. Als Bürger und Parlamentarier ist es unsere Pflicht, Verantwortung für zukünftige Generationen zu übernehmen. Die AfD-Bundestagsfraktion will dazu beitragen, dass wir KI nicht nur verstehen, sondern selbstbestimmt und bewusst einsetzen.